Einfach mal zurücklehnen und Kopf reinkriegen von Social Media. War natürlich richtig geil, ein Video zu haben, das durch die Decke geht. Jeder, der online ein bisschen was macht, hofft halt immer wieder, ja, ein Video zu haben, das vielleicht 1000 Leute, 2000, 3000, 4000, 5000 Leute erreicht. Ich habe ja gewusst, dass ich eine relativ gute Reichweite habe und in Spitzenzeiten schon mal bis zu 700 oder 800.000 Personen erreicht habe. Eines meiner Beiträge wurde damals, glaube ich, 1300 Mal geteilt. Also ist jetzt nicht komplett neu für mich. Mein Wunsch war es, mit dem Video unserer O7 und unserer Superfans im Hintergrund auf So, also Boss, wir reden nicht ins hunderttausend Auge. erreichten Alles Personen klar, zu ich nehme kommen. das Spiel von dir ab. Und ja, wie das Ganze ausschaut, erkläre ich dir jetzt im Video. Also dranbleiben, reinschauen und gespannt sein, wie viel es wirklich worden sind. Pyrotechnik, Fangesänge, wehende Fahnen. Man könnte meinen, wir sind mitten in einem Bundesligaspiel. Aber nein, die 1300 Fans der Austria Salzburg feiern hier ihre U7. Unglaublich, aber wahr. Wie viele sind es wirklich geworden? Also, wir schauen uns mal meine Social Media Accounts an. Auf TikTok habe ich um die 1500 Personen gehabt, die mir folgen, hauptsächlich Kinder, Jugendliche und Fußballspieler. Auf Instagram sind es, glaube ich, 11.500 oder 600 gewesen. Und auf Facebook erreiche ich mit beiden Accounts einmal 4.000, einmal 5.000, auch ca. 9.000 Personen, die, mit denen ich befreundet bin oder die mir folgen. Auf YouTube sind es nicht ganz so viel, also an dieser Stelle würde ich mich freuen, wenn ihr den YouTube-Kanal abonniert und auch das Video liked. Sind es ein bisschen mehr wie 300, es waren vor diesem Video 295. Also ja, kann man sich ungefähr zusammenrechnen, wie viel User das sind, die ich grundlegend schon mal erreichen kann. Ist ja ganz gar nicht so schlecht, für das ich nicht wirklich viel Zeit in der Vergangenheit darin investiert habe. TikTok ist eine Plattform, wo die Videos aus meiner Sicht am schnellsten Reichweite erreichen. Das ist der Grund, warum viele Leute dort sind. Bei TikTok habe ich schon andere Videos gehabt mit 170.000 Views und mehreren zigtausend Likes. Viele Trainingsvideos sind da online, um die jungen Spieler zu erreichen, um einfach da ein bisschen Input zu geben. Und das war eigentlich die erste Plattform, wo das Video richtig durch die Decke gegangen ist. Am ersten Tag habe ich gehofft am Abend, ja, dass wir auf die 100.000 kommen, auf die 200.000 kommen und vorm Schlafen gehen, eine Million wäre geil. Und dann wirklich war, ging es soweit. Ja, das ging weiter und weiter und immer kamen 50.000 dazu, 100.000 dazu und aktuell stehen wir bei 1,9 Millionen Views. Sämtliche Nachrichtenagenturen haben sich daran beteiligt, wollten dieses teilen und so weiter. Das heißt, nur auf meinem Account sind es 1,9 Millionen auf TikTok. Das heißt, es kommen aber noch viel, viel mehr dazu, weil BBC und einige andere haben die Erlaubnis bekommen, dieses Video zu kopieren und auf ihren Account online zu stellen. Also ich schätze mal, wir sind auf TikTok circa bei 8 bis 10 Millionen erreichten Personen. Nur auf TikTok, Altersgruppe sage ich jetzt einmal 10 Jahre bis 45 Jahre. Das ist die eine Plattform. Die andere Plattform mit YouTube ist am spannendsten, da ging es am wenigsten eigentlich durch. Das war eigentlich meine größte Hoffnung, wenn das da ein Video mal viral geht, dann knallt es richtig. Und zwar, da sind wir, glaube ich, bei 4.000 oder 5.000 Aufrufe, also relativ wenig für ein Short-Video. Auf Instagram, jetzt kommt, sind es, glaube ich, aktuell 20.000, da waren es aber bis gestern oder vorgestern überhaupt nur 7.000 oder 8.000. Wurde aber zigmal geteilt. Jetzt kommt aber der springende Punkt. Wenn ein Video viral geht, heißt es ja nicht, dass es gleich 3 Millionen Aufrufe haben muss, sondern dieses Video wird gesehen von Agenturen. Diese Agenturen verteilen es wiederum an ihre ganzen Sportseiten. Es haben sich gemeldet, 334 heißen die, Sportbibel, Sky Austria, Sky England und Länder aus Russland. Ich spiele ein paar Sachen jetzt ein und schauen wir mal drüber, wo es überall schon dabei war. Over 1300 Fans turn up to watch Under Sevens. Aceasta este atmosfera de la un meci disputat acasă de către echipa Under 7 a Austriei Salzburg. The Ultras showed up to the Under 7 South Gate. Incrível. Vocês por acaso acham que vivem o futebol intensamente? Então eu não sei o que é que eles fazem na Áustria. Isto é um jogo de sub-7, malta. Ja, ihr habt gesehen, es waren ein Haufen Länder,
wo das Video ausgespielt worden ist. Was ich eigentlich sagen wollte ist, um auf den Punkt zu kommen, Instagram zählt nicht nur die Views, die Likes oder die Follower, sondern da sind halt die größten Agenturen und die haben sich halt alle gemeldet. Ihr könnt sehen, die ganzen Agenturen mit blauen Haken, mit die habe ich korrespondiert. Klingt übrigens ganz toll wichtig. Ich bin nachher Fußballtrainer und Manager und kein Social Media Manager. Für mich eine komplett neue Welt. Was heißt also, dass ein Video viral geht? Ja, das hat man gesehen. Es geht nicht, wie gesagt, nur um diese Punkte, sondern dass es intern verbreitet wird. Und wenn ein Video mal ein Lauffeuer ist, dann geht es völlig durch. Von der Kronenzeitung in Österreich, von der Bildzeitung in Deutschland, von der Sun in England. Und ich kann es euch gar nicht mehr aufzählen, weil ich einfach nicht mehr weiß, wer die ganzen Seiten waren. Dann kommen wir zur letzten Plattform, zu Facebook. Auf Facebook habe ich auf meiner Trainer- und Managerseite um die rund 4.000 Personen. Da hat das Video erreicht 14.000 Leute. Und auf der privaten Seite, deswegen muss ich die andere Seite machen, weil da kann man nur 5.000 Freunde haben, da bin ich auch voll. Haben es glaube ich 6.000 Leute gesehen. Da kann man aber keine Insights sehen, sondern gehe ich jetzt einmal davon aus, dass man es auf Facebook auf ca. 15.000 bis 20.000 Personen geschafft hat. Dort wiederum haben sich auch andere Agenturen gemeldet. Das heißt, wir können eigentlich gar nicht wirklich messen, wie große Reichweite das Video gehabt hat. Das erste Video, ich rede jetzt nur vom ersten Video, weil viele Seiten die Erlaubnis bekommen. Ich glaube, ich habe 50 Mal oder zwischen 40 und 50 Mal die Erlaubnis erteilt, das Video zu kopieren. Jetzt am Schluss habe ich das Video, den Teil 1, eine Agentur übergeben. Und ja, das Ziel ist ganz klar, dass man da einfach ein bisschen Kohle damit macht. Vielleicht wird die Agentur sich gemeldet, sie wollen es an eine Fernsehstation verkaufen. An mehrere in der USA, in Kanada, in Brasilien. Habe ich gesagt, okay. Und alles, was reinkommt, wird der Austria dem Nachwuchs gespendet und ja, in weiterer Folge sinnvoll verwendet. So soll es sein, so mit der guten Sache. Ich will damit keine Kohle verdienen. Aber mich hat es einfach genervt, am Tag bis zu 200 Anfragen, wie toll das Video ist und wie bin mal auf die Idee gekommen und wie lieb die Kinder sind und die Trainer und die Fans so geil sind. Richtig cool. Ich glaube, unser Verein ist diese Werbung extrem viel wert oder hat das wert zu sein, weil es eigentlich unbezahlbar ist. Diese Reichweite von im Moment geschätzt 30 Millionen nur beim ersten Video. Und da habe ich jetzt nicht einmal noch die Fernsehsender dazu gezählt, die es in die Länder schon ausgespielt haben oder noch ausspielen werden. Ich glaube, das letzte Mal war die Austria so erfolgreich, wie wir im UEFA-Cup-Finale gegen Inter Mailand waren oder vielleicht in der Champions League gegen Ajax Amsterdam. Da waren es vielleicht noch ein paar Millionen mehr. Ich bin schon richtig stolz darauf, was wir als Verein, als kleiner Verein geschafft haben, mit einem großen Herzen. Wir werden weiter eng zueinander rücken, weiter Gas geben. Und ja, ich habe es richtig spannend gefunden jetzt mit diesen Agenturen. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, mein Kopf ist voll. Ich möchte einfach zurück am Platz, möchte mich um die Trainings kümmern, um die Trainer kümmern, um die Spiele kümmern. Wir haben Saisonbeginn gehabt das Wochenende und da einfach Vollgas geben, weil letztendlich bin ich bei der Austria nicht um Social Media Marketing zu betreiben, sondern am Platz zu stehen und da dementsprechend eine ordentliche Struktur vorzugeben. In diesem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, du richtig tolle Einblicke bekommen hast, einfach liken und bitte den Kanal abonnieren und warten, was demnächst kommt. Vielleicht haben wir wieder bald ein Video, das viral geht. Also bis dann, ciao, ciao.